glaube, ich bin hier gerade bei The Cost of Recovery. Das sieht super deprimierend und runterziehend aus. Genau das, was du magst. Aha. Es ist doch so, es scheint um sterbende Menschen im Krankenhaus zu gehen. Das ist buchstäblich das Deprimierendste, was es gibt. Es gibt auch. Es geht schon deprimierender. Denk doch nur an sterbende Kinder in den Armen ihrer Eltern. Das waren sterbende Kinder. Dafür braucht man nicht mal das Krankenhaus. Das waren im Trailer buchstäblich sterbende Kinder teilweise in den Armen ihrer Eltern. Also. Oh, das Spiel hat mir einiges voraus. Ja, die sind gut dabei. Ah, nichts gegen sterbende Kinder. Wenn die das wollen, dann dürfen die das. Kann ich doch nichts für, wenn die vors Auto rennen. Ich will halt 90 in der Fußgängerzone fahren. Ja. Nein, es waren 140, oder? Weißt du, ich hab nicht auf den Tacho geguckt. Ich war gerade damit beschäftigt, was auf dem Smartphone einzutippen. Ja, mit wie viel ist Dings JP Performance nochmal durch die Innenstadt gefahren? 140 waren es. Ich finde dieses Gerichtsurteil immer noch so wunderschön. Ja, das ist ein illegales Rennen, weil er nicht versucht hat, die Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Aha. Der Wagen hätte mehr gekonnt. Also hat, und da er nicht versucht hat, die Maximalgeschwindigkeit zu erreichen, zählt es nicht als illegales Rennen. Aha, interessant. Ja. Könnt ihr euch merken fürs nächste Mal. Ja, Sie müssen sehen, mein Auto kann 140, aber ich bin nur 130 gefahren. Also, Also normale Geschwindigkeit für Fußgängerzone bei mir. Ja, genau. Halt Spaziergeschwindigkeit. Oh, ich bin durch mit den Trailern. Sehr gut. Ja. Dann mache ich mal beim Leuchtturm weiter. Mach das mal. Ich hab doch. Ne, die Insel habe ich abgetragen. Ich überleg gerade, was ich mache. Ich mache mir jetzt erstmal Musik. Mach Sachen. Hoff, mach Sachen. Autsch. Ich fühle mich alt. Tja. Ich brauche gebrannten Stein. Muss gleich mal anfangen, Stein zu brennen. Es ist ja nicht mal gebrannter Stein, das ist einfach einfacher Stein. Oh Scheiße, ich brauche gebrannten Stein. Tja, dann brennen wir welchen. Das gedenke ich zu tun. Prof. Prof, was macht hier eigentlich klack klack, wenn ich jetzt hier lang laufe? Lauf hier mal an der Stelle. Guck mal, wo ich gerade bin. Gerade wieder. Wenn ich hier an dieser Stelle langlaufe, macht's hier Geräusche. Ganz einfach, das sind Pistons unten drunter. Ah, okay. Ja, genau das hier. Dieses Geräusch.
Haben wir noch Kohle irgendwo? Sind die Dinger noch aktiv? Oh ja, oh fuck, sie sind voll. Stimmt, da war was. Du machst mal nicht da drüben lang laufen. Ja, da sind zwei Pistenbänke. Also ernsthaft, haben wir eigentlich noch Kohle? Weiß ich nicht. Oder muss ich runter in die Mine? Ich würde sagen, du musst runter in die Mine. Platz in den Kisten? Ja, da ist noch Platz in den Kisten. Laufen lassen kann ich es also noch. Okay, alle Items rausnehmen. Verkraften. Eins, zwei, drei, vier. So, Stein abbauen, Stein brennen. Ja, schließe mich an. So, dein Berg wird hier weiter. Das ist halt hier dein. Hinten deine. Gedenke ich auch zu tun. Und ich crafte wieder Brennstoff. Ja, das könnte ich gebrauchen. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen was im Ofen, aber. Wenn du noch ein paar Brennbündel hast, dann kannst du mir auch. Oh, ich habe sehr viel Bruchstein. Ja, sehr schön. Dann gib schnell was ab. Hau ich mal. Ehrlich gesagt, nein, ich brauche viel Bruchstein. Du brauchst gerade selbst, ich weiß. Ich muss erstmal die Erde loswerden, die ich noch im Inventar habe. Ich grab dir selbst was ab. Das brennt da unten. Ich habe nicht so viel Erde. Kann es sein, dass ich die Erde vom Berger mit abgekriegt habe? Prof, gibt's zufällig auch noch ein Ding, wie man das Brennen verschnellern kann? Wie man das irgendwie. Wie man schneller brennen kann? Den passenden Ofen verwenden. Für Stein, wer ist der normale? Das ist natürlich unpraktisch. Ja. Dann nein. Du kannst mehr Öfen verwenden. Das tue ich ja schon. Ich mach mal alles aus Holz mit, was ich so hab. Wird schon reichen zum Steinbrennen. Glaub mir, wird's nicht. Ich hab viele Dinge aus Holz. Oh, Moment, ich hab doch noch einen Ofen. Hab ich da? Oh, okay, 28 Kohle, XP, hey. Krieg ich hier raus. Und 21 Eisen. Von 4 auf Level 13. Sammeln. Und 35 Kohle. Ich hab einen Stack Kohle. Level 18 auf Level 21. Von Level 21 auf Level 24. Nice. Sehr schön. Ich bin bei Level 0. Und alles nur durch die Öfen hier hinten. Ich bin bei Level 0. Gibst dir auch sehr viel Mühe, von deinen Wänden runterzufallen. Ja. Und kaum bist du mit der einen Wand fertig, holst du dir direkt die nächste. Ja. Dabei trägt er wieder seine Federfallschuhe nicht. Die habe ich irgendwann mal verloren. Haben wir noch Federfall in der Kiste? Ich glaube nicht. Ja, scheiße, ich habe gerade nur verzauberte. Du hast ja nicht kurz geguckt, ob ich welche draufkrieg. Na gut, ich brenne jetzt erstmal. Das heißt, ich werde ein bisschen AFK sein. Und zukommt Advent, Stein Advent, brennt. Der Mordi brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und steht die Feuerwehr vor der Tür. So viele Mordis gibt's gar nicht. Zum Glück. Also wenn mich jemand braucht, ich gucke mir in der Zeit ein paar Videos an. Ein Mordi reicht mir schon. Na, das ist doch. Mehr gibt's nämlich auch nicht. Warum besteht YouTube gefühlt eigentlich nur noch aus denselben paar Clips und Reactions? Keine Ahnung, ich habe YouTube verlassen, von daher. Falsche Kanäle abonniert. Gronkh bringt gerade großartige Let's Plays. Naja, auch nicht so gut. Heute kam die erste Folge von, wie hieß das Projekt raus? Ich seh's grad. Irgendwas, was ich noch nie gesehen habe.
was man jetzt gehört hat. Let's Plays sind mir verhältnismäßig egal, solange sie nicht gerade Multiplayer sind. Also etwas mit einer Variable, die es wirklich zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Aber jetzt du damals. Fand ich eine geile Serie. Oder für fünftes Wort. Du bist gerade Teil von einem. Ja. Ja, von denen nur einer aufnimmt. Ja. Und einer sich irgendwelche Videos jetzt angucken wird. Während Stein brennt, also. Advent, da will ich nicht so viel drauf geben. Ich mache kein Let's Play. Ich würde mir unser Let's Play nicht angucken. Ich auch nicht. Ja, sehr schön. Ich mag keine Let's Play, sagt er und war Teil von einem. Ja, ich gucke mir aber auch nur noch wenig an. Ja gut, ja. Ich habe mein YouTube-Konto mittlerweile komplett gelöscht. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mir Bares für Rares Folgen anzugucken auf YouTube. Na toll. Ja, ich bin momentan mit The Grand Tour auf Amazon Prime beschäftigt. Mollys geistiges Alter 60. Was? Bares für Rares ist super. Bares für Rares ist Kult. Es hat eine Sendung für jeden 60 plus. Find's auch schön, dass der Schnurrbärtige angekündigt hat, dass er so lange machen will, wie er es kann. Mit Bares für Rares. Das glaube ich auch. Er hat ja nur noch das. Oder ist er noch irgendwo anders? Ja. War er nicht eigentlich ein Koch? Er ist ein Koch. Tja. Soweit ich weiß, war er einmal bei einem Sat.1 Comedy-Format dabei für eine Folge. Tja gut, ist ja auch ein witzigerer, schon recht witziger Typ. Ach übrigens, Sat.1 Comedy-Format. Promi Big Brother. Läuft auch aus auf Sat.1. Genau. Also Sat.1 Comedy-Programm. Wer ist eigentlich jetzt mittlerweile dabei? Also an interessanten Leuten. Viele. Ich hab mir die Liste durchgegangen und ich hab keinen davon gekannt. Keiner. Alle langweilig wie Scheiße. Das sind alles Z-Promis, die keiner kennt. Auf geht's, Vivaldi, gib mir deine Kraft. Melanie Müller ist dabei, die kennt man relativ. Ja? Melanie Müller. Sat.1. Kenn ich nicht. Die kennt die, das ist, ja. Das ist, glaube ich, das bekannteste Gesicht von den ganzen. Müsste gerade laufen. Wenn mich nicht anders täuscht, müsste gerade die Sendung. Müsste gerade eine Sendung laufen. Und? Bravo. Teilnehmer. Die Bewohnerinnen. Wollen doch mal gucken. Boom, hier Stein ab. Ja, ich kenne kein Schwein von den Leuten. Ja. Ich weiß nicht mal mehr einen Namen. Unbekannt. Solange du nicht gerade in der Ecke unterwegs bist, musst du die Leute, glaube ich, auch nicht kennen. Ja, das sind auch diese Leute. Es sind halt Leute, die waren einmal bei der RTL-Show mit dabei und das sind halt. Also, relativ. Da bleibe ich bei Top Gear und The Grand Tour. Also jedes Jahr ist, ich gucke das ja jedes Jahr wieder. Und jedes Jahr ist wieder von hier Bachelor kommt dann jedes Jahr wieder einer mit dabei. Auch wenn ich immer noch bei Grand Tour würde, ich gerne dieses Richard. Dieses Jahr der Quoten-YouTuber. Ich habe keinen. YouTuber haben sie keinen mit dabei, aber so ein Instagram-Model hatten sie mit dabei. Ah ja, so hat die irgendwie von TikTok mitgenommen diesmal? Nee, es ist ein Instagram-Modeline, so die halt dort. Halt, und mit Instagram-Model ist gemeint, sie hat knapp 100.000 wahrscheinlich gebottete Follower. Ich habe keine Ahnung. Oder? Ich habe keine Ahnung, kannte ich nicht. Ich glaube, Peyton von Grand Tour immer noch übel, dass er den absoluten Elektrosportwagen zerstört haben. Moddy Peyton hieß er. Sie. Oh, die, ja. Kennst du oder was? Tatsächlich. Kennst du tatsächlich? Ich habe ein bisschen was von ihr mitgekriegt. Ramo heißt du, Peyton Ramo oder so. Ja.
Klingt nach einer Hexe. Also der magischen Version, nicht weil sie unangenehme Person ist. Was wahrscheinlich das ist. Ja, wahrscheinlich beides. Wie ist Instagram-Model? Wie ist beides? Mit dem Namen musst du einem Hexenzirkel angehören. Ja. Peyton Ramora wird dir jetzt deine Zukunft lesen. Da sehe ich eigentlich. Da sehe ich alle OnlyFans. Frauen in Zukunft. Und Sonnenschein. OnlyFans bannt ja jetzt pornografische Inhalte. Auf OnlyFans schiebst du dir eine Gurke rein. Was? Die bannen ja jetzt allen pornografischen Inhalt. Ja, also bei uns bannen sie 90% von sich selbst weg für Investoren. Also alles. Und bumm, plötzlich ist wieder Patreon sehr attraktiv. Die können nicht so dumm sein. Ich gehe einfach fest davon aus, dass die einfach... Sie wollen jetzt nochmal schön fett Investorengeld einsammeln und sammeln mit einer dann sterbenden Plattform und dann verpissen sie sich davon. OnlyFans bannt pornografische Inhalte. OnlyFans ohne pornografische Inhalte. Das ist ja dann. Im Grunde Patreon nix. Mit sehr wenigen Leuten, die drauf sind. Ist dann halt einfach nichts mehr. Die gehen jetzt halt den Tumblr-Weg. Ja. Ach ja, Tumblr. Ganz ehrlich, Tumblr ist sogar eigentlich recht viel angenehmer geworden. Da müsste es noch einen Account von mir geben. Ja, ich auch. Natürlich. Noch aus meiner Undertale-Zeit. Ich hatte nie einen. Undertale habe ich auch gespielt. Ich hatte überall einen Account. Es gibt überall Tod-Accounts von mir. Ich habe auf jedem sozialen... Auf jedem sozialen Netzwerk hatte ich einen Account. Wenn ich sie nicht erwendet habe, habe ich sie gelöscht. Ich habe bestimmt auch überall noch Tod-Accounts, aber ich habe keine Ahnung von den Zugang. Ich brenne jetzt mal Stein. Ich finde die Toten-Account meistens dadurch, dass es dann irgendwo heißt, ja, auf der und der Webseite gab es ein Leak und sie waren im Datensatz. Aha. Naja. Wahrscheinlich mit der alten Adresse von deinen Eltern oder so. Ja gut, in den meisten Fällen steht da keine Adresse drin, das ist das Internet. In den meisten Fällen ist halt E-Mail-Adresse und Passwort. Oh nein, so viele private Daten. Google Chrome hat ja auch immer noch diese Passwort. Prof, hast du noch ein paar Brennbündel für mich? Ich kann ein paar einsammeln. 664 Stacks. Ich verbrenne gerade einfach alles aus Holz. Diese coolen ich hab schon 36 Steine. Apropos, ich hätte noch eine Schwarzeichenholzstufe. Will die jemand? Ja, ich hab noch 37. Dann landet sie im Ofen. Hab was für dich. Ich sollte mein Fenster mal zumachen. Sollte reichen. Oh, ja. Das ist eine Menge. Das ist nur die Hälfte von dem, was ich in der letzten Zeit produziert habe. Und wie produzierst du die? Das Ding erzeugt sich seinen eigenen Brennstoff. Aha. Im Endeffekt, oben drin sind Algenfarmen. Also Seegrasfarmen. Und immer wenn der Scheiß eine bestimmte Höhe erreicht, kürzt er ihn und schmeißt das Zeug direkt in den Ofen. Okay. Im Ofen wird es dann zurechtgebacken und wird zu getrocknetem Seegras. Und den Scheiß mache ich wieder diese Bündel draus und stecke sie wieder direkt in diese Öfen. Interessant. Und damit habe ich unendlich geschlossen. Einen unendlich brennenden Kreislauf. Modi hat Fenster geschlossen? Ja. Aha. Das hat er beschlossen. Wieso hast du Fenster geschlossen? Weil wir mitten in der Nacht haben und ich keinen Bock habe, dass morgen die Decke voller Fliegen ist. Oder Motten oder was auch immer. Ja, bei mir ist nur noch das Fenster mit Insektengitter offen. Bei mir gibt es glaube ich keine Fliegen. Passt bei uns nicht rein. Wie passt nicht rein? Die billigen passt bei uns nicht rein und für teure... Warum? Was? Wieso passt nicht rein? Wie groß ist dein Fenster? Altbau. Ja, wie groß ist dein Fenster? Das 10 Zentimeter. 10 Zentimeter. Einmal dieser lustige kleine Klettklebestreifen, den du in die Ecken klebst und dann halt das Netz, das du reindrückst und an den Seiten kürzt. Also, ja, die Dinger kosten auch für eine fucking Terrassentür noch vielleicht eine Zähne. Na gut, vielleicht hatte ich auch nie Interesse an Insektennetzen.
Na gut, ich hab halt an meinem Fenster neben dem Bett, da hab ich halt Insektengitter drin. Und ansonsten hier neben dem Schreibtisch, das Fenster hat keins, damit ich auch mal schnell durchlüften kann tagsüber. Ah ja. Egg. Tja. Shit. Stein platziert. Und sonst so? Ja, man sitzt so in der Gegend rum. Aktuell absolut unterbesetzt auf der Arbeit. Hab am Dienstag 12 Stunden am Stück gearbeitet. Ei. Hi, Titei. Hm. Wie unfassbar legal das doch ist. Wenn's bezahlt wird. Das ist immer noch illegal, aber egal. Wie, was illegal? Ja, über 10 Stunden darfst du in Deutschland nicht arbeiten. Ohne eine Spezialgenehmigung. Hab ich auch schon gemacht. Er fragt mich nicht zu meinem FSJ. Jetzt FSJ arbeitest du sowieso. Was? Die machen keine 23-Stunden-Schichten? Wie können sie nur? FSJ ist ja auch im Endeffekt unbezahlter Praktikant. Ja. Wir waren halt in Rom zur Pilgerschaft und waren halt dort. Da war ich halt Betreuer und das, wenn du halt in Rom bist, das ist halt. Oh ja, Rom ist ja auch nicht so zu fahren. Ich meine, das ist letztendlich ist es wie besserer Urlaub, aber ich meine ja schlechterer Urlaub. Ja, oder schlechterer Urlaub, aber ich meine, das ist trotzdem, das ist dann, wenn es halt nachts noch Sachen gab, dann muss dann halt nachts noch mal was gemacht werden. Das war halt 24-Stunden-Schichten da. Ich weiß nicht, ob das wirklich als Arbeit zählt. Ja. Bist du bezahlt worden? Ja, wohl bin ich. Das ist doch schon mal mehr als unbezahlt. Ja, definitiv. 330 Euro habe ich für mein FSJ pro Monat gekriegt. Oh ja. Das geht. Ist für ein FSJ noch in Ordnung. Soweit ich mich dran erinnere. Ja, schlechter bezahlte. Tja. Naja, mal gucken, was die nächste Woche so bringt. Wenn es dumm läuft, sind wir immer noch in der Besetzung von exakt 2 Technikern insgesamt. Auf eine Firma, die wie groß ist? 150 Mitarbeiter. Na, das geht ja noch. Wir können von Glück sprechen, dass wir momentan nur im Zweischichtbetrieb sind. Sonst hätten wir wirklich ein Problem. Solange du nicht als mit zwei Technikern für eine Apple-Firma unterwegs bist, das wäre ein bisschen kritisch. Ja. Nee, ist nur Wartungstechnik für Intralogistik, also geht es noch so irgendwie. Ich meine, wenn die Firma nicht ganz so groß ist, dann. Ja gut, es ist halt trotzdem eine große Anlage, die wir halt da verwalten müssen. Ja. Okay, Tropenholz, Treppen kann man nicht verbrennen. Was? Wieso das nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das könnte man. Es ist Holz. Na
Eigentlich war ich der Meinung, dass man alles aus Holz verbrennen kann. Anscheinend nicht. Hm. So, 64er Stack. Steinziegel. Ich brauche noch ein paar Stufen. Erstmal reichen. Ich brenne noch Stein. Ich auch. Ich baue währenddessen schon mal weiter. Ich guck mir währenddessen das Dreamscaper-Video an. Okay. Ein Profund. Mach den Villager. Habe kurz fast mein Handy fallen lassen. Wirf weg. Brauchst nicht mehr. Hab ich doch fast. Wenn du es nicht mehr brauchst. So. Okay. Da setzt man dem mal ein Dach auf. Yeah. Wenn ich jetzt eine Spitzhacke hätte. Hallo Hundi. Oh, du hast einen Hundi? Nee, aber Mordi hat einen. Und da ich ihm vor kurzem mit dem Hund ein Ei ins Gesicht geschmissen habe, ist er momentan aktiv. Mordi hat einen Hund? Oh, achso, hier Minecraft meinst du? Ja, er ist jetzt nicht hier vorbeigekommen und hat. Ich komme zu Mordi rüber und klatsche seinem nicht existenten Hund ein Ei ins Gesicht und fahre wieder nach Hause. Das wär's. Und er verfolgt dich. Das passiert, wofür ich mir nur denken. Seit wann habe ich einen Hund? Wenn man auf Eier, was? Ey! Die benutze ich nicht dafür. Bestimmt nur Wachteleier, oder? Straußenei. Der Hund ist danach tot. Gaggedigoo. Warum erinnert mich das an hier an Schneewittchen? Aschenpuddel war das. Rocketty-Kuh, Blut ist im Schuh. Rocketty-Kuh, Blut ist im Schuh. Ach, das meinst du. Ja. Kenne ich auch nur von Jan Flipflop Zimni. Das Märchen, vor dem er mal als Kind Angst hatte. Rocketty-Kuh. Wirklich? Wieso darf hat er das? Hat er das nicht erzählt? Dass er ja. Angst hatte?
Wie war die Geschichte nochmal? Ruf, du weißt es am besten. Gute Frage. Wo ist der Jan-Philipp zum Nehmen? Wieso ist mein Hund hier? Ich sag dir doch, dass ich ihm ein Ei in die Fresse geschlagen habe. Mutter ist nur lange AFK. Ja, schön. Wie gesagt, ich hab beim Stein beim im Ofen zugeguckt. Bring jetzt meinen Hund wieder hoch. Gute Arbeit. Für dich doch immer, Schatzi.